Wir haben jetzt den ersten Thessalonicher Brief fertig. Wir kommen jetzt zum zweiten Thessalonicher Brief. Und der erste und der zweite Thessalonicher Brief sind zeitlich so nahe beieinander. Es ist wahrscheinlich ein paar Monate später geschrieben, alles so ums Jahr 51 nach Christus herum. Und man geht davon aus, dass Apostelgeschichte 18, also gleich danach, dass dort praktisch geschrieben wurde. Und jetzt ist interessant, wenn man den ersten Thessalonicher Brief gelesen hat, das haben wir jetzt studiert, dort sieht man, dass hier Paulus vor allem um die geistlichen Belange der Gläubigen sich dreht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für ihn. Jetzt im zweiten Thessalonicher Brief taucht plötzlich fast schockierend eine ganz, ganz harte Thematik auf. Es geht jetzt plötzlich um die Endzeit. Es geht plötzlich um die Wiederkunft Jesu. Man vermutet, dass hier wohl Irrlehrer aufgetreten sind, die alle möglichen Lehren verbreitet haben. Und Paulus sieht sich einfach genötigt, die Thessaloniker hier zu schützen, indem er ihnen biblisch nahe bringt, was hier wichtig ist und nicht wichtig ist. Ist für uns auch wichtig. Wir sind ja in einer Zeit, wo viele Endzeittheorien da sind und wo alles Mögliche behauptet wird. Und ich denke, von daher ist es eine sehr wichtige Sache. Ich habe jetzt den ganzen Hintergrund vom Thessalonicher Brief nicht nochmals aufgearbeitet, weil das haben wir ja gemacht bei Kapitel 1 vom ersten Brief. Da haben wir auch den Paulus untersucht, den Silvanus, den Timotheus, hier, die genannt werden in dem Brief. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Kann man aber alles nachlesen im 1. Thessalonicher im Teil 1. Ein kleiner Unterschied ist, der auffällt, und zwar, im 1. Thessalonicher 1, im Gruß, nennt Paulus Gott den Vater, und hier im 2. Thessalonicher 1 nennt er ihn unseren Vater. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, ansonsten ist die Einleitung gleich. Und jetzt kommen wir, wenn wir dann zu Vers 3 gehen, zum ersten Teil, da sagt dann Paulus, wir sind es Gott alle Zeit schuldig, für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt. Mal den ersten Teil, er sagt hier, es geziemt sich für einen Gläubiger, Gott zu danken. Es gibt zwei Worte im Griechischen, die hier benutzt werden für das altdeutsche Wort geziemend. Das ist ja heute verschwunden. In der heutigen Sprache ist das, wenn ich zu jemandem sage, was geziemt sich, dann fragt er mich, was meinst du? Die Alten wissen es noch, die Jungen wissen es nicht. Das hier steht, das Haxios. Das ist eher in Richtung, ich sag's mal vorsichtig, was ist es der Herr Jesus wert, nachdem er mich erlöst hat, dass ich für ihn tue? Das geht eher in die Richtung. Das zweite Wort ist auf der Rückseite, das ist noch eher das, was gehört sich, was ist im Erstand entsprechend, was geziemt sich. Das Wort hier, das hier steht, heißt praktisch aufwiegend. Übertrage gleichwertig, ebenso viel Wert gleich zu achten. Ersatz zu bieten für etwas. Insbesondere jemand gewachsen, so viel Wert wie ein Rind. Wir insgesamt wiegen den Hektor nicht auf. Ein Tag, der für alles erduldete Ersatz bietet, gleich viel wiegen, ein genügender Ersatz sei. Also da geht es jetzt darum, was ist etwas wert. Und dann wird es direkt würdig wert. Wertvoll, kostbar, schätzenswert, stattlich, würdige, edle Männer, geziemend, gebührend, angemessen, tauglich, entsprechend, passend, billig, berechtigt, etwas verdienend oder erfordernd, mit Recht, verdientermaßen, in jeder Beziehung, beachtenswert, unschätzbar. Es geht über alles, das Kostbarste, jemand viel wert werden, sich große Verdienste um jemanden erwerben, sehenswert, erwähnenswert, rühmenswert, bewundernswert, ich verdiene. Er hat den Tod oder Ehre um den Staat verdient. Es ist der Mühe wert. Es ist recht und billig, angemessen, geziemt sich, lohnt sich. Es ist nicht der Mühe wert, sich zu beraten. Preiswert, wohlfeil, billig, am billigsten kaufen. Also da steckt jetzt eher der Gedanke drin, was ist mir der Herr Jesus wert? Und was ist mir wert und was hat es dann für Folgen? Wenn man jetzt dreht, dann haben wir das zweite Wort für geziemend. Das Präpai oder Präpo. Präpo ist immer die erste Person. Da heißt es dann hervorstechen, hervorleuchten, in die Augen fallen, sich auszeichnen, glänzend strahlen. Vor allem, unter allen übertragen vom Geschreib, laut ertönen, überhaupt erscheinen, sich zeigen, aussehen wie etwas, insbesondere jemandesgleichen, ähnlich sein,
geziemen, sich schicken, sich gebühren, dir gebührt es zu reden, meist unpersönlich, es ziemt sich, es ist schicklich oder gebührend, passend, anständig, angemessen, würdig, wahrscheinlich für jemand mit Substantiv das gebührende, schickliche, zuvorkommende Anstand. Also der Grundgedanke ist, die Lexika sind ja teilweise alt. Da ist das noch ein ganz normales Wort gewesen. Und ich denke, man muss das einfach nüchtern sachlich feststellen. Wir haben jetzt Endzeit. Und das bedeutet, dass wir das, was wir unter schicklich, unter anständig, unter, dass man würdevoll, dass man, wenn man Herr Jesus dient, dass das etwas wert ist und dass das ein gewisses Niveau erzeugt, das ist heute vorbei. Du hast heute eine Christenheit, die ist genauso wie bei mir auf der Bank die Manager. Die sind kein Haar anders. Ich habe führende Leute, die lügen mich an, diese Leute tricksen mich aus, die spielen mit mir. Da muss ich sagen, Entschuldigung, ich habe jetzt wieder einen führenden Mann verwandt gehabt, schon eine Weile her, das stimmt so egal wie sonst was. Das heißt, du hast einfach den Einbruch dieser Welt in die Köpfe der Gläubigen. Und jetzt haben wir hier plötzlich etwas, wo Paulus praktisch sagt, es geziemt sich, das heißt, es ist schicklich, es ist normal, es ist dem Wert Jesu Christi entsprechend, dass wir ihm danken. Das Danke studieren wir extra. Aber er sagt einfach, es gibt Dinge, da erwarten wir vom Gläubiger, dass er die tut, weil ihm der Herr Jesus so viel wert ist. Weil er sich schickt, das gehört sich einfach als Gläubiger. Es gehört sich, es ist schicklich, es ist geziemend, es ist gebührend, es ist einfach der Stellung eines Gläubigen würdig. Wenn wir es mal angucken, dann sehen wir, dass der erste Begriff wesentlich mehr vorkommt. Da kommt er in andere Zusammenhänge her. Und jetzt ist halt die Frage, was gezieht sich dem Herrn gegenüber? Was geziemt sich? Grundsätzlich für die Menschen und für Gläubige. Oder was muss man tun, dass man gottgemäß sich benimmt? Dass man sich gebührend letztlich aufführt, sodass Gott die Ehre bekommt. Wisst ihr, wenn man immer sagt, Ehre Gottes und redet, das hat gar keinen Wert. Das ist so viel, wie wenn man gar nichts macht. Sondern die Frage ist, wer Gottes Wort hört und tut, was kommt raus? Im Verhalten, im Niveau. In Apostelgeschichte 26, 20 ist ein ganz interessanter Gedanke. Und zwar, da geht es um Bekehrung. Paulus hat ja, ich lese mal ab 18 wegen dem Zusammenhang, Paulus hat ihnen ja gesagt, dass Gott ihn zu den Heiden gesandt hätte, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft oder Vollmacht oder von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Jetzt erklärt er in 20, sondern ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, also alle, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Würdig sind ist unser Wort. Also die der Buße geziemend sind, die sich gehören, wenn man sagt, man ist gläubig, man hat Buße getan. Und jetzt sagt er hier einen interessanten Gedanke. Er sagt, es fängt schon an bei der Bekehrung. Also Gott hat bestimmte Vorstellungen und Erwartungen, was eine Bekehrung beinhaltet. Wisst ihr, und heute ist so, wenn du heute Leute hast, da ist man schon zufrieden, wenn die die Hand heben oder sagen, ich habe mich bekehrt oder so. Aber die Bibel ist da nicht zufrieden. Sondern die Bibel sagt, wenn du wirklich Buße getan hast, wenn du wirklich gläubig bist, wenn du dich bekehrt hast, dann müssen daraus Werke folgen, die der Buße würdig sind oder geziemend sind. Es geziemt sich einem wirklich Bekehrter, dass schon bei der Bekehrung bestimmte Dinge sich zeigen. Wisst ihr, wenn ich mit einem Gläubigen handeln muss, wie auf einem Bazar, ich war mal in Istanbul auf einem Bazar, da habe ich gelernt, wie man handelt. Ich war mal in Hierapolis, das kommt ja in der Bibel, das ist so eine antike Stadt, die ist über Laodicea, da habe ich gelernt, wie man handelt. Also Handel ist Kuhhandel auf Deutsch. Ich hatte Meerschaummaterial und ich sage es mal so, ich habe es nachher für vielleicht 20% von dem bekommen, was er ursprünglich wollte. Hätte ich jetzt gleich ja gesagt, na,
hätte er Geld gehabt, aber der war nicht zufrieden gewesen, der wollte handeln. Und so ist oft im Geistlichen, der Gläubige will handeln. Wisst ihr, jetzt kommen Leute und dann sage ich, wenn du wirklich gläubig bist, kannst du das nicht tun. Awa, sag mal, jetzt sei doch nicht so, das geht doch alles, gell. Und dann komme ich und sage, wenn Leute hier sich das nicht sagen lassen oder die Dinge nicht tun, dann sind sie nicht bekehrt, dann bin ich der Böse. Wisst ihr, Bekehrung hat bestimmte Werke, zum Beispiel Bruch mit der Sünde. Wenn ich jemanden habe, der sagt, er hat sich bekehrt, der bricht nicht mit der Sünde. Ja, was ist das für Bekehrung? Die Bibel sagt in Vers 18, dass sie sich wegbekehren von der Macht der Finsternis hin zum Herr Jesus. Sie bekehren sich von der Sünde weg, von der Herrschaft des Teufels. Sie kriegen Vergebung der Sünde, nicht um da weiter drin zu leben, sondern sie bekehren sich wirklich weg. Also sagt die Bibel, wenn du wirklich als Gläubiger schon bei der Bekehrung wirklich sauber und klar gehen willst, dann wirst du Werke hervorbringen, die der Buße würdig sind. Bis heute hast du eine Zeit, heute musst du mit den Gläubigen wegen jeder Kleinigkeit handeln. Also ich glaube nicht, dass ich verdächtig bin. Ich sage es mal vorsichtig, dass ich wegen der Kleidung, sagen wir, Zirkus mache. Aber die Bibel sagt ganz klar, anständig, keusch, züchtig. Mehr nicht. Aber wenn ich habe schon jüngere Leute angesprochen wegen der Kleidung. Es ist verrückt, wie die reagieren. Ach, meinst du wirklich? Echt? Das habe ich nicht so gesehen. Wieder, wenn zu mir ein Älterer kommt und sagt, hey, pass mal auf, so kannst du nicht rumlaufen in der Versammlung, dann wäre ich zusammengezuckt. Versteht ihr? Das war früher normal, das hat sich geziemt, dem Älteren gegenüber. Jetzt kommt jemand geistlich, der bestimmte Autorität hat und sagt zu dir, hey, pass mal auf, dein Benehmen ist nicht in Ordnung, ob das Kleidung ist, ob das sonst was ist. Ein normaler Mensch geht in sich, tut Buße und bringt das in Ordnung, oder? Das ist doch normal zustellen. Aber du hast heute Anarchie. Das, was jetzt da mal passiert ist, wo der hier bei uns in der Versammlung war, in der letzten Reihe aufgestanden ist, mit ihrer Versammlung reingebrüllt hat, das ist ja nicht normal. Aber das habe ich auch in Nürtingen erlebt. Ich habe das schon an mehreren Stellen erlebt, dass einfach Leute sowas machen. Ich habe das schon öfters erlebt, dass Leute plötzlich anfangen, mir dazwischen zu rufen. Ich habe es jetzt auch wieder am Samstag in Bayern-Mösingen auch wieder dazwischen gerufen. Wisst ihr, das gehört sich nicht. Das ist einfach nicht anständig. Und da frage ich mich dann, was seid ihr für Leute? Habt ihr Angst vom lebendigen Gott? Habt ihr Ehrfurcht vor der Gemeinde des lebendigen Gottes, vom Leib Jesu Christi? Habt ihr Ehrfurcht vom Wort Gottes? Seid ihr in der Lage, wirklich in Ehrfurcht das alles über euch ergehen zu lassen? Oder kommt ihr wie zum Konzert oder zum Theaterstück? Aber dort machen sie es komischerweise nicht. Da schreckt keiner dazwischen. Ist ja schon aufgefallen. Bei der Gemeinde ist scheinbar die Hemmschwelle viel niedriger wie in der Welt. Und er sagt ganz klar, es geziemt sich schon, dass die Buße bestimmte Werke hat. Wisst ihr, wenn man zu mir kommt und sagt, der hat sich bekehrt, jene hat sich bekehrt, sage ich immer, warte nur ein Weilchen. Warte mal eine Zeit, ein halbes Jahr und du wirst sehen, ob das echt ist. Weil es wird sich zeigen, da werden Werke der Buße kommen, wo du siehst, dass jemand sein Leben aufräumt, dass jemand sein Leben in Ordnung bringt und Dinge regelt. Wenn er das nicht tut, über längere Zeit, glaube ich nicht, dass er bekehrt ist, egal wie er heißt. Wenn die Bibel sagt ganz klar, wahre Bekehrung hat Werke, die der Buße würdig sind oder ihr geziemen. Also da fängt es fängt mit der Buße an. Als ich mich bekehrt habe, ich war so radikal, ich wäre, wenn man mir gesagt hätte, 20 Grad minus, lauf im Schlafanzug nach Ebingen, wäre ich gelaufen. Mir war bereit, jeden Preis zu bezahlen, um dem Herrn zu dienen. Und ich hatte dann so ein paar Dunkelbereiche. Und die habe ich nur vielleicht eine Woche getan, zwei Wochen getan, und dann hast du gemerkt, der Herr hat wieder gewirkt, auch in der stillen Zeit, und dann ist eins nach dem anderen weggegangen. Also darum sage ich, ein halbes Jahr muss schon jemand Zeit geben. Und dann war alles weg. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, es geziemt sich dem Gläubigen zuerst einmal schon bei der Bekehrung, dass er zu bestimmten Dingen eine ganz klare Stellung einnimmt. Zum Beispiel zu das, was Sünde ist, worüber wir gar nicht reden. Ich sage es mal vorsichtig. Wenn ich vor 10 Jahren zu einem jungen Gläubigen noch sagte, wenn du heute Abend in die Bibelstunde kommst oder am Samstagabend in der KJE, dann kannst du, wenn du allein fährst, nicht eine junge Schwester, die auch 18 ist, mitnehmen. Ich sage, es geziemt sich nicht, weil die Welt ja ganz anders denkt wie wir.
rein vom Zeugnis noch raus, kannst du das nicht bringen. Such dir einen Dritter oder fahr allein. Wenn du das heute sagst, denken die, wir sind nicht normal. Aber biblisch ist das alles normal, sondern die Welt hat sich verändert. Unsere Kinder, unsere Jugendliche werden nicht mehr geprägt vom biblischen Befund, sondern sie werden geprägt von der Mediengesellschaft. Sie werden vom Smartphone geprägt, sie werden vom Computer geprägt, sie werden von der Schule geprägt. Und dort wird ihnen genau das Gegenteil eingebläut, regelrecht wie das, was biblisch sich geziemt. Und von daher denke ich, dass wichtig ist, dass wir Gläubige einfach lernen, was sich biblisch geziemt. Und interessant ist zum Beispiel ausgerechnet, wenn er im Thessalonikerbrief im 2. jetzt die Endzeitdramatik, anders kann man es nicht nennen, wie es hier macht, der Paulus, aufgreift, dass er dann beginnt mit dem, was sich geziemt. Römer 1, 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, oder der Vollerkenntnis wäre vielleicht auch angebracht, hat Gott sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Wissen Sie, das ist der Unterschied. Ich sage es mal so, ein Gläubiger muss nicht krankhaft versuchen, anders zu sein wie der normale andere Mensch. Aber es gibt Dinge, die sind bei einem Gläubiger einfach tabu. Die sind tabu. Wissen Sie, ich habe einen Job gehabt, mir haben die Leute oft gefragt, kannst du als Gläubiger auf einer Bank arbeiten? Habe ich gesagt, ja, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Ich musste meinen Kollegen klar machen, was ich kann und was ich nicht kann. Ich musste meinem Chef klar machen, was ich mache und was ich nicht mache. Und ich hatte Situationen, wo ich vor der Kündigung stand. Wo ich wusste, wenn das jetzt nicht aufhört, dann muss ich kündigen. Ich kann das nicht, weil es sich nicht geziemt. Ich kann als Gläubiger das nicht mitmachen oder tun. Und das sind Dinge, wo man einfach auch in der Seelsorge plötzlich merkt, das gibt es nicht mehr. Wisst ihr, früher hat fast jeder Gläubige hier ein Problem gehabt. Mir sagte ein Mann, der war Maler. Ich habe eben gejammert wegen der Bank, habe gesagt, dauernd Gewissenskämpfe. Sagt er, denkst du, das sei bei mir anders? Sagt er, mein Chef sagt zu mir, streich den Fensterrahmen einmal. Ich streich den. Dann kommt die Frau von dem Haus, wo man gestrichen hat, und sagt, oh, ist das schön. Man sieht einfach, dass er zweimal gestrichen ist, so wie ihr Chef gesagt hat. Auf der Rechnung steht zweimal drauf. Jetzt, was macht der Mann? Steht hier. Es ist ein Problem. Und ein Gläubiger muss klären in seiner Umgebung, in seinem Umfeld, was man tut und nicht tut. Ist ungeheuer wichtig. Es fängt schon an, zum Beispiel, was niemand weiß, zentrale Führungsfiguren der alten Brüderbewegung kamen aus der Hämopathie. Die Holländer vor Höfe. Der Sohn war ein hämopathischer Arzt. Das sind Einflüsse da. Darum hast du heute führende Leute, ich könnte euch den Namen sagen, wo ich weiß, dass er nach München zum Hämopath fährt. Jetzt kann man sagen, ist das schlimm? Hämopathie, Hahnemann, ist eine okkulte Praxis. Das ist letztendlich, jetzt sage ich es einmal vorsichtig, Yin und Yang, die alte Religion. Yin und Yang ist eine chinesische Religion, die sagt, dein Körper ist der Mikrokosmos, der kleine, und die Welt ist der Makrokosmos. Aber wenn das im Ungleichgewicht ist, dann muss man das wieder ins Gleichgewicht bringen. Und da gibt es bestimmte Mittel. Und zum Beispiel Hämopathie ist eine Verdünnung, wo fast je nach Verdünnungsgrad nichts mehr drin ist als Wasser. Und dann, wenn es geschüttelt wird, dann kommt die kosmische Energie rein. Da gehört auch Akupunktur, Akupressur dazu, wo man sagt, durch das wird praktisch dein Körper, und zwar dein Mikrokosmos, mit dem Makrokosmos, mit der großen Welt wieder in Einklang gebracht. Wenn das wieder in Einklang ist, bist du gesund. Ich sag's mal vorsichtig, wenn ein Gläubiger von diesen Dingen sich nicht löst, ja, Entschuldigung, da fängt's dann an. Gell, und zu meiner Zeit kamen die Gläubiger reihenweise, haben gesagt, ich habe Probleme im Beruf, was kann ich nicht. Die Sekretärin hat gesagt, mein Chef sagt, ich darf nicht sagen, dass er da ist, was soll ich tun? Heute kommt kein Mensch mehr. Kein Mensch. Ist es mir aufgefallen? Seltsam, nicht. Kommt kein Mensch, ist scheinbar kein Thema mehr. Auch die anderen Dinge, wegen bestimmter grenzwertiger medizinischer Dinge, da kommt kein Mensch mehr. Es hat sich einfach letztendlich eingebürgert und da fragt kein Mensch, so wie es hier steht. Es gibt sündhafte Dinge, wo man letztendlich sich bewusst sein muss, das ist von Gläubiger völlig indiskutabel, spielt halt keine Rolle mehr, wir haben Endzeit. Das ist alles verrückt. Verrückt im Sinne von nicht geistesgestört, sondern von der Stelle gerückt. Wisst ihr, wie der Altar, der Eherne, im alten Heiligtum, den man weggerückt hat. Das heißt, man rückt die Dinge von seiner Stelle und ersetzt sie durch andere. Und das ist was, wo Gott
letztendlich im Endeffekt immer mit Sperre des Segens oder mit Gericht handelt. Römer 8, 18. Darum bin ich überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da steckt auch das Wort drin. Also da muss man jetzt sagen, das ist nicht wert. Das heißt, es geziemt sich nicht, ich sage es einmal übersetzt, es geziemt sich nicht, wegen dieser Welt sich aufzuregen, wenn man sich bewusst ist, was in der Ewigkeit auf mich wartet. Wer das Büchle vom Dr. Commandis gelesen hat, der weiß, was ich meine. Die Leute verhungern bei lebendigem Leib unter furchtbaren Situationen und sind glücklich in ihrem Herzen und freuen sich, dass der Herr Jesus sieht. Das ist brutal. Das meint die Stelle. Das, was hier passiert, was denkt er, was in Nordkorea, was da läuft? Ja, ich lese gerade die Geschichte Jerusalems. Wenn du mal siehst, wie es da zugegangen ist, was sie da mit den Leuten gemacht haben. Da haben sie jetzt Leichname gefunden. Da hat sie einfach die Leute nicht bloß getötet, sie haben ihnen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Zum Beispiel haben die Römer beim Rabbi Akiba gemacht. Jetzt muss man sich vorstellen, furchtbarste Dinge, die Leiden dieser Welt. Und jetzt sagt die Bibel, alle Leiden dieser Welt sind nicht wert oder es geziemt sich nicht, sich wegen denen verrückt zu machen, weil drüben ist die Ewigkeit. Wenn du Kirchengeschichte liest, siehst du immer, dass die wahre Gläubige die Haltung hatte, dann bringt mich halt um. Avetaranien zum Beispiel. Mirza Ibrahim. Diese Leute, die wirklich, sagen wir, mit das Leben in die Waagschale geworfen haben, die haben gesagt, es ist mir egal. Das, was hier ist, da will ich Gott dienen, kostet es, was es will, wolle. Selbst wenn ich umkomme, dann komme ich halt um. Weil es ist mir's wert, im Gegensatz zu dem, was hier läuft. Und diese ganze Haltungen, die sind in der Endzeit weg. Die sind einfach weggespült. Du hast heute, ich sag's mal so, ein bürgerliches, kommerzialisiertes Evangelium. Du hast heute einfach, wir sind wie diese Welt, wir sind wie Israel, wir wollen sein wie alle Völker. Das ist einfach so. Ja, die Bibel sagt, du bist ein Fremdling auf der Erde, du bist ohne Bürgerrecht, du gehörst nicht hierher, im Prinzip bist du ein Außenseiter. Okay, man muss wieder den Mut haben zu sagen, ich mache jetzt nur noch, was sich geziemt Gott gegenüber und ich bin ein Außenseiter. Epheser 5, 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Das sagt die Bibel ganz klar. Diese Dinge gehören nicht in eine Gemeinde. Wisst ihr, ich habe schon Leute in Altstadt das Predigen verboten, weil sie gegen das verstoßen haben. Und da kannst du nicht mehr predigen bei uns, weil du dauernd so Zeugs erzählst. Wisst ihr, das sind Dinge, wo man einfach sagen muss, da muss man sagen, aus. Das geziemt sich den Heiligen nicht. Dann kommen die Leute und sagen, ja, denkt ihr, ihr seid was Besonderes? Ja, genau. Wir sind was Besonderes, weil wir gewaschen sind im Blut des Lammes, nicht mehr im Sündensumpf stecken, sondern uns davor wegbekehrt haben und zum Herrn Jesus gehören. Jetzt geziemt es uns, uns anders zu benehmen wie der Rest dieser Welt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kriegen wir ein Problem. 1. Timotheus 1, 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Das sagt er jetzt praktisch, es ist aller Annahme wert. Es geziemt sich, dass ich dem Wort Gottes tatsächlich glaube, und zwar, dass der Herr Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Und Paulus sagt, und er sagt nebenbei, er ist der Größte dieser Sünder. Das heißt, wenn wir nicht mehr predigen und nicht mehr sagen, egal was für eine Sünde du steckst, du musst zu meinem Jesus kommen. Ich kriege zum Beispiel jetzt wieder eine Mail von jemand, der sagt, ich kann mich nicht mehr vor das Angesicht Jesu Christi getrauen. Da merkst du, dass der Teufel dasjenige verrückt gemacht hat, der Jesus sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Hebräer 4, 14 und folgende sagt, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, gerade wenn jemand versagt, wenn jemand Probleme hat, dann soll er zum Herrn Jesus kommen. Aber und er ist wirklich für die Sünder gekommen, nicht für die Frommen. Wisst ihr, manchmal ist schon der Eindruck, er ist für die Superfrommen gekommen. Da sagen die Leute, ja, wenn du so bist wie wir, wenn du so geheiligt bist, wenn du solchen Lebensstil hast, wenn du das tust, dann kannst du Gott dienen. Entschuldigung, steht leider in der Bibel so nicht. Sondern in der Bibel steht, der Jesus ist gekommen für die Elende. Er ist gekommen für die, die Sünder sind. Er ist gekommen für die Versager. Und denen gibt er
die Reinigung durch sein Blut, denen gibt er sein Kreuz, dass sie nämlich das nicht mehr tun müssen, dass sie dann würdig wandeln können. Aber bei uns wird oft so ein bisschen dargestellt, du musst so sein wie ich, in der gleichen Heiligung, im gleichen Heiligungsstil und musst die gleiche Gesinnung haben wie ich, nicht wie Gott, sondern wie ich, versteht, was ich meine? Dann ist recht. 1. Timotheus 2,10. Sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Da sagt die Bibel, die gottesfürchtige Frau spielt sich nicht durch Kleidung, Benehmen, durch diese Dinge in den Vordergrund, sondern sie hat gute Werke, wie es sich geziemt. Sie lernt in der Stille, sie lehrt nicht, sie hat einfach eine bestimmte Rolle, die Bibel sagt. Und das ist ja heute völlig verrückt, gell? Und natürlich durch das europäische Recht ist das ja sogar vielleicht in Deutschland demnächst einmal strafbar, was weiß ich. Und wenn eine Großkirche Bischöfinnen hat, was völlig verboten ist von der Bibel her, die gleichzeitig geschieden und gleichzeitig nur am Alkohol ergeben sind, ja, Entschuldigung, was willst du denn noch erwarten? Ihr versteht. Man muss sich einfach bewusst sein, das christliche Abendland gibt es nicht mehr, es hat Gott da hingegeben und die haben ganz andere Verdacht. Sag's euch ehrlich, ich bin zurzeit im Zustand der Zerknirschung und ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere. Ich habe den Eindruck, dass Gott ganz viel auch überall dahin gegeben hat. Ich glaube, dass jetzt ganz schlimm wird, bin ich tief überzeugt. Jetzt ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Sagen wir jetzt wie die Welt, ha ja, das ist halt jetzt so. So sagt die Welt. Oder sagen wir, nö, wenn ihr das alles tun wollt, dann tut's, aber nicht mit mir. Versteht ihr? Es geziemt sich nicht, dass ich hier mitgehe. Es geziemt sich nicht, dass ich bin wie diese Welt. Und da muss man halt dann letztendlich, ohne links oder rechts extrem zu werden, sein Leben auf den Prüfstand stellen und sagen, gut, und wenn es jetzt Dinge gibt, wo Gott da hingegeben hat, dann ziehe ich mich von dem zurück, fertig. 1. Timotheus 4,9. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, da steht wieder geziemend. Und zwar, da steht, dass er ein Retter aller Menschen ist. Versteht ihr? Zu mir kommen die Leute und sagen, oh, die Prädestination der Calvinisten und wenn sie bloß eine einfache Prädestination lehren, das ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Wisst ihr warum? Weil das bedeutet, und hier sagt die Bibel, es ist geziemend, es ist aller Annahme wert, dass wir predigen und sagen, dass Gott jeden Retter will. Dass sich nicht jeder Retter lässt, das ist das Drama. Aber dass Gott jeden Retter will. Ich kann doch nicht sagen, Gott hat vor Grundlegung der Welt eine bestimmte Gruppe erwählt, dass sie in den Himmel kommt und der Rest hat er nicht erwählt. Die fahren dann automatisch in die Hölle. Ob einfache oder doppelte Prädestination ist völlig egal. Einfache und doppelte Prädestination ist das Gleiche. Wenn mich Gott nämlich nicht zum Heil erwählt hat, was ist die logische Konsequenz? Dann komme ich in die Hölle. Also hat Gott bestimmt, dass ich nicht in den Himmel komme. Entschuldigung. Und jetzt sagt die Bibel, es geziemt den Gläubigen, dass sie wisset und saget und predigt und erkläret, dass Gott jeden rettet. Gott hat die Welt geliebt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich kann dem dreckigsten Sünder sagen, der Herr Jesus rettet dich. Das ist das Evangelium, das ist eine frohe Botschaft und nicht eine Exklusivbotschaft für eine auserwählte Elite-Truppe, die sich einbildet, dass sie vor Grundlegung der Welt als Elite von Gott erwählt sind. Steht ihr? In der Praxis zeigt sich das. Wenn ich dann gegen Calvinismus aufstehe, dann bin ich der böse Karl Hermann, der schon wieder nicht dagegen ist. Der es nicht will. Also wenn ich glauben würde, dass das so wäre, dann wäre ich nicht weit weg vom Islam. Kismet, ihr versteht, Schicksal. Ich kann ja nichts dafür. Wenn Gott mich nicht erwählt hat, dann kann ich im Prinzip tun, was ich will. Ich gehe sowieso den Bach runter. Ich werde in die Hölle fahren, egal was ich tue. Ist doch kein Evangelium. Das ist eine Horrorbotschaft, aber kein Evangelium. Die Bibel lehrt, dass wir in Christus erwählt sind vor grundlegender Welt, weil das Opfer seit grundlegender Welt gilt. Das ist ein entscheidender Punkt. In Christus sind wir erwählt. In ihm, sobald sich jemand zum Jesus bekehrt, ist er ein Erwählter. Bekehrt er sich nicht, ist er kein Erwählter. 1. Timotheus 5,18. Da heißt es, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn es trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das heißt, es geziemt sich dem Arbeiter im Reich Gottes, den Lohn zu geben. Das ist auch ein Kapitel für sich. Also mir ist es einmal passiert, einmal,
Nur einmal, aber es war schon einmal zu viel. Ich habe mal einen Mann, der vom Evangelium gelebt hat, aber selbst wenn es nur um Fahrtkosten gegangen wäre, wäre es Sauerei gewesen, der den ganzen Tag bei uns verkündigt hat, der ganze Tag hier war, den habe ich gehen lassen, ohne ihm Geld zu geben. Und ich laufe da rum und plötzlich, ich weiß nicht mehr, habe ich es gemerkt in der Tasche, dass da ein Kuvert drin ist. Und da bin ich, wenn mich geknipst hätte, hätte ich den Führerschein verloren, das ist keine Frage. Da bin ich, wie ein Irrsinniger, bin ich Richtung Unschmettinger gerast und im Stich in der ersten Kurve habe ich ihn erwischt. Dann habe ich ihn gestoppt und habe gesagt, ich entschuldige mich zu Deutsch hier. Wisst ihr, die Bibel sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ich war auch schon auf Freizeit, wisst ihr, da war ich der Hauptredner und haben mich fortgeschickt. Wisst ihr, wie er mich vorgeschickt hat? Indem ich alles selber zahlen musste, nicht der Arbeiter ist seines Lohnes wert, sondern ich musste nur mein Hotel zahlen, ich musste alles bezahlen, ich musste nur zahlen, dass ich predigen durfte. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, es geziemt sich, dass man dem, der im Reich Gottes was tut, ein gewisser Ausgleich gibt. Das ist einfach normal. Ja, und ich weiß Fälle von Leuten, die wirklich darauf angewiesen waren. Das ist ja bei uns jetzt zum Glück nicht der Fall. Ich habe immer geschafft, von der ich weiß nicht so. Aber wisst ihr, du hast jetzt Leute, die leben von dem. Und jetzt predigt er etwas, was denen nicht gefällt, wo er predigt. Und dann geben sie ihm nichts mit. Ist vorgekommen. Ja, brutal. Du musst für die Wahrheit bestraft. Und um das zu verhindern, sagt die Bibel, es geziemt sich, dass du dem Ochsen nicht das Maul verbindest. Wieso? Das gehört sich. Das ist auch wieder was anderes, wenn dann ihre Zeitschrift steht, vor jemand, der hauptamtlich dient, weil er einen Luxuspalast gebaut hat. Ach, wir haben das Problem, dass wir noch 308.000 Euro Schulden haben, jetzt wird es Zeit, dass ihr spendet. Das ist ja wieder das andere Extrem. Das ist genauso falsch. Wisst ihr, da kommt das Sensible. Was gebührt sich jetzt im Reich Gottes? Was gehört sich? Wisst ihr? 1. Timotheus 6,1. Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Es geziemt sich hier, und zwar, dass man seine eigene Herren ehrt, sein Chef zum Beispiel, dass man hier eine gewisse Ehrfurcht hat und ein gewisses Benehmen am Chef gegenüber, und zwar, dass nämlich der Name Gottes und auch die Lehre nicht verlästert wird. Ich habe jahrelang mit einem Chef zu kämpfen gehabt, der mich geplagt hat von morgens bis am Abend. Das ist einfach. Ich weiß das, wenn jemand sagt, das kann ich fast nicht, habe ich Verständnis. Aber trotzdem sagt die Bibel, es geziemt sich für einen Gläubigen, dass er anders ist wie der Rest. Und dann ist oft so, wenn dann alle strecken, dann streckt halt der Gläubige nicht. Dann sind die anderen mit ihm böse, interessiert mich nicht. Ich sage, hier, ich soll mein Chef aller Ehre wert achten, macht doch ihr, was ihr wollt, ich mache, was ich will. Ich bin gläubig und ihr nicht, ich mache, was ein Gläubiger macht. Wisst ihr, das muss viel stärker rauskommen. Mein Chef hat einmal zu einem Kunden gesagt, mein Kaufmann ist ein Besonderer. Dann hat er gesagt, aber eins sage ich Ihnen, Lüge tut der nicht. Das ist ungeheuer wichtig. Es muss klar sein, was wir tun. Das gibt, was sich geziemt für einen Gläubigen. Es muss ganz klar sein, was tun wir und was tun wir nicht. Ein Job. Das muss klar sein. Ein Chef hat einmal zu mir gesagt, weißt du, ich kann das machen, weil ich genau weiß, dass du mich nicht hinterherum erschwirrst. Es ist die Frage, ob das gut war, weil was er gemacht hat, war nicht gut. Gell? Aber er hat gesagt, ich weiß, dass du integer bist, du wirst mich nie anschwirzen. Hat er recht gehabt. Titus 2,1. Es geziemt sich. Darum rede, was der gesunden Lehre entspricht oder was der gesunde Lehre geziemt. Was ist gesunde Lehre? Wenn du jetzt das Kapitel weiterliest, dann siehst du seltsame Dinge. Da sagt er zum Beispiel, die alten Männer müssen lernen, nüchtern zu sein. Ist euch jemals aufgefallen, dass fast alle Sekten oder diese Bewegungen, die dann hinterher entgleist sind oder wo Dinge passiert sind, die sind oft passiert, wenn Männer immer bestimmter Alter plötzlich unnüchtern wurden. Ich kann mich an einen Bruder erinnern, der hat eine Lehre verbreitet wegen Israel und hat es jedem gegeben. Ich sag's einmal so, das war vorher ein ernstzunehmender Gläubiger, hinterher hat jeder über ihn gelacht. Entweder geschieht's durch Prophetinnen, durch medial veranlagte Frauen oder die Verführung geschieht eben auch über Männer, die nicht nüchtern sind. Und er sagt jetzt ganz klar, du musst das, was der gesunde Lehre
sich geziemend ist. Du musst den Leuten sagen, ihr Alter seid ehrbar, seid gesund im Glauben. Und er sagt gleichzeitig, die ältere Frau soll sich verhalten, wie es Heiligen geziemt. Sie soll nicht am Alkohol verfallen, sondern sie soll die jungen Schwestern lehren. Und da gehört ich auch dazu, dass die jungen Schwestern sich belehren lassen. Und was soll sie ihnen lehren? Nicht Bibelauslegung, sondern ihre Männer zu lieben. Und ihre Kinder. Das heißt, die ältere Schwester soll die junge Schwester beibringen, wie sie ihre Frau benimmt. Wisst ihr, das sind so Dinge, wie sich geziemt. Du könntest jetzt stundenlang Bibel lesen und nur das rausschreiben, was sich geziemt. Da hättest du einen riesen Katalog. Jetzt frage mal die Gläubigen, was geziemt sich für einen Gläubigen? Du kriegst keine Antwort. Wisst ihr warum? Mir ist aufgefallen. Der Teufel versucht, bestimmte Themen so mit Nebel zu versehen, dass man sich gar nicht mehr dran getraut. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Punkt. Und er sagt dann auch, die Männer müssen besonnen sein, sie müssen würdige Ernst haben, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede. Wisst ihr, heute ist ja so, heute hast du auf der Kanzel fast nur noch Witzbolde. Ihr versteht? Das ist eine Katastrophe. Ich könnte euch Namen sagen, die ihr auch kennt, wo ich nicht mehr eine Halbstadt hole, aus dem Grund, weil ich wieder keine Witzelei da vorne. Genau, dann kommen wieder die Knechte, sie sollen wirklich erständig sein und sich unterordnen, nichts entwenden. Als ich mich bekehrt habe, habe ich zuerst mal einen Check rausschreiben müssen. Habe ich einen Check rausgeschrieben an die Abteilung, wo die Dinge verwaltet, wie Papier, Büroklammerer, Kopier und so. Habe einen Check rausgeschrieben, habe gesagt, ich habe mich bekehrt und ich habe hier im Laufe der Jahre einfach Dinge geklaut. Es ist nämlich geklaut, gestohlen. Und ich möchte es in Ordnung bringen. Ich schicke Ihnen jetzt einen Check. Ich weiß nicht mehr, wie hoch er war, aber war okay. Dann habe ich gesagt, wenn ich ein schlechtes Gewissen kriege, schicke ich ihn weiter. Ist klar. Ich habe es jetzt einmal geschickt. Und die haben alle gesagt, ist okay. Wisst ihr, es gibt einfach Dinge, da muss man sagen, es macht ein Gläubiger nicht. Ein Gläubiger tut bestimmte Dinge nicht. Immer wo Sünde ist, geht der Gläubige weg. Jetzt kommt halt das alte Lied, dass der Gläubige manchmal mehr Angst vor dem Menschen hat, als vor Gott. Wir müssen immer vor Gott mehr Angst haben, als vor dem Menschen. Philemon 8. Philemon ist auch ein sehr wichtiger Brief. Ist übrigens die Gemeinde von Kolossä, also Kolosserbrief. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, geht der Paulus so weit, dass er sagt, ich als Apostel könnte euch gebieten, was sich geziemt. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht richtig ist, weil in der Apostellehre steht ganz klar, was sich geziemt. Ob man nicht die Gläubiger wieder, Anführungszeichen, befehlen muss und gebieten muss und sagen, so wird sich benommen und der Rest ist nicht akzeptabel. Wer sich so nicht benimmt, geht nicht. Wisst ihr, wenn ich heute zu jemandem sage, wenn du bestimmte Dinge verbreitest, bestimmte Lehre oder bestimmtes Gebaren hast, dann kann ich dich nicht als Mitarbeiter nehmen, dann sind sie beleidigt. So ist das heute. Wir haben heute Zeit, wo alles relativ ist. Jeder kann machen, was er will. Unsere alten Väter, die täten in Ohnmacht fallen, wenn die sehen würden, was heute Gemeinde Jesu ist. Selbst die strengen Gemeinden sind heute fast in manchen Punkten verwahrlost gegenüber der alten Gläubigen. Das ist ein Fakt. Hebräer 2,10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Es hat sich geziemt, dass der Herr Jesus durch Leiden vollendet wurde. Wisst ihr, und wenn man das jetzt einmal sieht, dann sieht man etwas, was das Leiden Gottes, dass der Jesus seinen Sohn gegeben hat und dass er die ganze Strafe, und da kommt das Leiden her. Wisst ihr, wir sind doch alle nur krank wegen dem Sündenfall. Wir haben doch alle nur Probleme im Beruf wegen dem Sündenfall. Die Bibel sagt ganz klar, der Mann wird im Schweiße seines Angesichtes sein Brot verdienen müssen und die Frau wird mit Schmerzen Kinder gebären. Und die ganze Welt ist im Argen, das kommt nur vom Sündenfall. Auch die ganze Arbeitswelt ist nur wegen dem Sündenfall, hätte man so schon alles nicht am Hals. Jetzt sagt die Bibel, es hat aber Jesus geziemt, das alles zu tragen am Kreuz von Golgatha, die ganze Leiter auf sich zu nehmen. Und wenn jetzt ein Gläubiger, unser Eingangstext redet ja vom Dank, der sich geziemt, wenn das jetzt ein Gläubiger wirklich begreift, dass das von Gott her vorgesehen war, dass das das Wertvolle beim Herrn Jesus war und ihm geziemt hat, dann beginnt er auch zu danken für diese Dinge. Wisst ihr, der Dank ist hier drin begründet, wenn man es versteht, als Gläubiger.
Hebräer 7, 26, ganz wichtiger Punkt. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher ist als die Himmel. Da steht wieder das Wort für geziemt. Tat uns Not. Also es geziemte uns, dass wir einen Hohepriester haben, der heilig ist, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als der Himmel ist. Wisst ihr, ich habe schon festgestellt, die Gläubigen sind sich einfach mancher Dinge nicht bewusst. Jetzt kommt da irre Lehre, zum Beispiel, wo sagt, dass der Jesus eine Sündenatur hat. Es gibt solche irre Lehre. Das sind oft Leute, die ein ganz strenges Leben führen. Und dann muss ich sagen, ihr könnt ein Leben führen, was ihr wollt. Ihr könnt von mir aus euch keine Steuer und ihr könnt das Letzte geben fürs Reich Gottes. Hier steht, dass mein Hohepriester heilig ist. Hier steht, dass er unschuldig ist. Hier steht, dass er unbefleckt ist. Und hier steht, dass er von den Sündern abgesondert ist und höher als die Himmel. Dann kommen die Leute, diese Unitarismus und das Arianische ist ja Zeuge Jehovas und schlimmer. Aber es gibt ja in Gläubigenreihe auch die sagen, der Jesus war nur ein Mensch. Nun ist Entschuldigung, in meiner Bibel steht, er ist höher wie der Himmel. Jetzt geziemt sich's ganz einfach, dass wir hier radikal Stellung bezieht und die Leute notfalls, ich sag's ganz ehrlich, ausschalten. Einfach sagen, vorbei, geht nicht. Hebräer 11, 38. Hier haben wir jetzt einen Punkt. Da sagt die Bibel, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erden. Da steht wieder das geziemend. Das heißt, die Gläubigen sind in so einer Stellung, dass die Welt ihren nicht wert ist. Den ist die Welt nicht wert. Also das heißt zu Deutsch, die Gläubigen sind so wertvoll vor Gott, letztendlich, und die Welt ist so elend, dass die Gläubigen fast eine Stufe zu hoch sind für diese Welt. Also die Welt ist nicht wert, dass sie die Gläubigen hat. Das ist ein Gedanke, das denkt man nicht. Es geziemt sich letztendlich, dass man sich auch dessen bewusst ist, dass der Gläubige so viel wert ist vor Gott und vom Ratschluss Gottes her, und dass das so eine hohe Stellung ist, dass, ich sage es mal vorsichtig, die Welt es gar nicht verdient hat, dass sie die Gläubigen hat. Wisst ihr? Die Gläubigen werden überall geschmäht, weil sie so sind. Aber wer ist denn der, der nicht stiehlt, nicht lügt, nicht seinen Chef betrügt? Wer ist denn das im Beruf? Wisst ihr? Wer ist denn das, wo seinem Nachbar nicht den Schnee aufs Trottoir wirft, sondern selber wegtut? Hören Sie so, meine Nachbarin regt sich immer auf, weil ein Nachbar immer mir den Schnee drauf wirft. Und dann will sie immer, dass ich was dagegen tue. Was soll ich da machen? Lass doch den Mann seinen Schnee rumwerfen. Versteht ihr? Ich werf ihm halt nichts rum. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, die Gläubige haut ein Niveau. Und das geziemt sich, das, was sich die Gläubige geziemt, dieses hohe Niveau, das wir Gläubige haben, die Welt ist das nicht wert, dass wir so sind. Ihr versteht? Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und der, dem nicht dient. Jetzt kommen wir langsam wieder zu bevor wir in die Offenbarung reingehen, jetzt kommt wieder der Punkt, wo man sich fragen muss, was ist denn das Geziemende für einen Gläubiger und bin ich in dieser Haltung als Gläubiger? Bin ich so? Nehme ich diese Haltung alle ein? Wie sich's geziemt? Wie sich's gehört? Wie sich's gebührt? Wie der Anstand ist? Wisst ihr, ich habe festgestellt, sag mal, als ich zum Glauben kam, war noch eine gewisse Erweckung. Die ist dann relativ schnell weggegangen. Aber ich habe festgestellt, dass man eine gewisse Ehrfurcht vor Autorität hatte. Da war der Zeitgeist noch nicht so schlimm. Man hat einfach bestimmte Dinge nicht getan. Wisst ihr, ich habe eine gute und eine negative Fähigkeit. Die Fähigkeit ist gut und ist negativ. Gut ist, dass wenn ich verkündige, bei allem Aufgehen im Wort Gottes und bei aller Konzentration, dass ich fast vor jedem die Reaktion irgendwo einen Speicher, wo das klick, 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 ich sehe, wie jeder reagiert oder wie viele reagieren. Genau, das sehe ich natürlich auch Leute, die da drin sitzen, und wenn ich jetzt bestimmte Wahrheiten sage, mich einfach auslachen. Ich sag's mal vorsichtig, so was tut man nicht. Das geziemt sich nicht, das gehört sich nicht. Wisst ihr, eigentlich muss den Leuten sagen, dann bleibt doch daheim. Hört euch jetzt CD von jemand an, der euch gefällt. Warum kommt ihr überhaupt? Dann bleibt doch fort.
Das sind die Dinge, wo der Gläubige einfach sich daran gewöhnt hat, dass er sich ungeziemlich benehmen darf in den Reihen der Heiligen. Und dann kommt halt das. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Die Welt ist unser nicht wert. Aber jetzt sage ich es mal vorsichtig. Wenn die Welt sieht, dass da ein gebührendes Verhalten ist und ein geziemendes Verhalten, das heißt ein gewisses Niveau, das die anderen nicht haben. Ich sage es mal vorsichtig. Dann ist eine Basis, um zu evangelisieren. Dann ist eine Basis, um denen vom Jesus etwas zu erzählen. Wenn das aber nicht da ist, kann ich denen nichts erzählen. Begreift. Ich muss anders sein wie die Welt, sonst kann ich denen nichts erzählen. Wieso, mein Chef hat mir früher ein kleiner Verstoß gegen sowas, hat er zu mir gesagt, du bist kein Gläubiger, du bist ein Gangster, hat er wirklich zu mir gesagt. Ich sage, wieso? Ha, guck mal her, da hast du das genauso gemacht wie wir. Habe ich es dann anders gemacht wie wir? Hat er gesagt, ha, ja, du bist halt ein Frommer. Ihr versteht? Aber die Welt erwartet das, das ist auch richtig. Die Welt muss erwarten und darf wirklich davon ausgehen, dass wir ein höheres Niveau haben. Und die Welt darf davon ausgehen, lasst mich hier ein bisschen abschweifen, dass auch in unserer Versammlung ein anderes Niveau herrscht, dass da einfach eine gewisse, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, edle Gesinnung, ein hoher Anstand, aber alle diese Dinge gehören dazu, dass da einfach herrscht. Ja, da gehören natürlich auch dazu, ich sage es jetzt vorsichtig, es gibt so Dinge, ich habe es nie verstanden. Aber es gibt tatsächlich ein Phänomen, ich weiß nicht, ob es nur bei uns so ist oder auch in anderen Gemeinden, aber ich glaube, das ist eher so ein allgemeines Phänomen. Es gibt Leute, die haben den krankhaften Drang, also wirklich der krankhafte Drang, andere anzustarren. Es gibt, ihr könnt euch Namen sagen, ich weiß, wer bei uns starrt. Da kommen Leute zu mir und sagen, dasjenige starrt mich immer an. Ich sage, Entschuldigung, was soll ich jetzt sagen? Soll ich hingehen und sage, starr nicht? Wisst ihr, das gibt's. Aber man muss dann schon irgendwann einmal, wenn das jetzt jemand daneben sitzt, oder Mann, Frau ist, müsste man schon mal sagen, hey du, was hast du schon geguckt? Wisst ihr, wenn wir Gläubige das nicht mehr untereinander können, das gehört auch zum Erstand, wie sich's geziemt, dass wir auch uns mal gegenseitig eine kitzelige Frage stellen dürfen, oder mal ein bisschen kitzeln dürfen, oder ein bisschen hier den Finger drauflegen dürfen. Ja, aufwecken wäre jetzt extrem. Es hat mal einen Prediger gegeben, der hat, wenn einer eingeschlafen ist, hat er Gesangbücher geworfen von der Kanzel. So weit möchte man nicht gehen. Ist tatsächlich passiert. Der hat ein Gesangbuch, hat er dann geworfen. Aber wenn jemand einschläft, dann schläft er halt ein. Wisst ihr, da habe ich jetzt kein Problem mit, wenn jemand schläft. Aber ich habe ein Problem, wenn jemand sich nicht gebührend benimmt. Jetzt, ich behaupte jetzt einfach etwas. Wir selber empfinden es nicht mehr so, dass es geziemend ist, weil wir vom Zeitgeist, von diesem biblischen Niveau heruntergedrückt werden. Wir empfinden nicht mehr selber, was sich geziemt, und aus diesem Grund handeln wir auch nicht mehr. Auch in der Mahnung, wir sagen nichts mehr zu anderen. Wir sagen vielleicht nicht einmal in der eigenen Familie etwas, weil wir einfach nicht mehr dieses hohe Niveau sehen und dieses hohe Niveau ausleben wollen. Gell, und das ist genauso mit der Treue. Weißt, es ist einfach ein Endzeitphänomen. Du hast Leute, die sind untreu. Mir hat mal jemand erklärt, in der Versammlung hat er gesagt, ja, weißt du, Karl Hermann, dir gegenüber bin ich untreu, weil du passt mir nicht. Hat schöner formuliert, aber das war der Hintergrund. Er hat gesagt, dem Herrn gegenüber bin ich treu, aber doch nicht der Gemeinde und nicht dir gegenüber. Und ich sage, kann man das trennen geistlich? Geht es? Oder Treue eine Grundeigenschaft, wo die Bibel einfach sagt, er will, dass die Gläubige ein Verwalter treu ist. Und wenn die Bibel sagt, 1. Korinther 4, die ersten 6 Verse, ein Verwalter soll treu sein, weil er weiß ja gar nicht, wie er sich beurteilt, soll nicht übers Geschriebene hinausgehen, dann verstehe ich unter Treue, er ist treu, auch der Versammlung gegenüber. Wieso? Ich habe Leute, die sagen zu mir, nee, in die Bibelstunde komme ich nicht, weil ich gehe lieber zu einer woanders hin, weil das zu Deutsch, ich habe keine Freiheit. Entschuldigung, ist dummes Geschwätz. Dann muss ich sagen, wahrscheinlich falsche Gemeinde. Versteht ihr? Ist einfach ein Problem. Also was geziemt sich? Was ist normal? Ich sag's mal anders. Was ist normal bei den Gläubigen, bei den Heiligen? Zum Beispiel, es geziemt sich, dass Mann und Mann sich umarmt, oder, das haben wir ja gesagt, beim Bruderkuss, aber es geziemt sich nicht, dass Mann und Frau sich umarmen. Jetzt geht doch mal hin. Wisst ihr, ich habe das Problem auch schon gehabt. Da kommt eine Schwester vor eine andere Gemeinde, was ich, wo 5, 7, 800 Kilometer weg, nimmt mich in den Arm. Gell, jetzt, das erste Mal bist du ja noch überrascht. Das zweite Mal mache ich mich stark, auf Deutsch gesagt. Steif.
Das zweite Mal gehe ich auf Distanz. Weil sie ist ja Frau. Ich habe überhaupt kein Gedanke, irgendwas Unreines, sondern ist mir unangenehm. Versteht ihr? Ist mir unangenehm. Ich will von einer Frau nicht umarmt werden, außer von meiner. Begreift? Was in der Ehe geboten ist, ist außerhalb der Ehe verboten. So einfach ist das. Ja, und jetzt ist natürlich so, jetzt, man kann das mit einer bestimmten Technik, allein schon, wenn man dir die Hand gibt, kann man das blockieren. Aber man kann es nicht immer blockieren. Wenn du jetzt merkst, dass das jemand konsequent macht und du sagst ihm, du pass auf, ich mag dich ganz schrecklich und du bist mir eine liebe Schwester, aber mach das nicht, weil das geziemt sich nicht. Und das sind das oft Gemeinde, die machen das halt als Normalzustand, da sind die wieder halt beleidigt. Und das ist halt schon nicht schlimm. Versteht ihr? Eigentlich müsste die Gläubige reinkommen in unsere Versammlung und sagen, oh, ist es hier anständig? Ist es hier schön? Ist es hier voll Zuwendung? Sind die nett zueinander? Sind die lieb zueinander? Oder Normalzustand. Die Welt wird erkennen, dass der Jesus der Erlöser ist, wenn die Gläubigen sich lieben. Da steht Agape. Agape heißt sich, um den anderen zu kümmern. Nicht zählisch, dass ich ihn leiden kann, sondern dass ich mich um ihn kümmere. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo einfach die Gemeinde aus meiner Sicht nicht mehr weiß, was sich geziemt, selber es nicht tut und immer weiter im Niveau absackt. Wenn ich dann mit Gläubigen rede und sage, hey, das geht nicht, dann sage die Gläubige zu mir, hey, ja, zu Deutsch, der Herr hat es mir gesagt. Jetzt, was machst du denn? Ist ja klar, dass die Bibel 99,99% des Willens Gottes, 99,99%, vor allem was Verhalten betrifft, vor allem was Führung, alles was normal ist, für alle Gläubige gleich ist. Und dass vielleicht 0,01% oder vielleicht 0,1%, also ich will nicht immer sagen ganzer Prozent, lediglich noch dem Individuellen der Führung Gottes obliegt. Also zumindest was diese Dinge, das Geziemende betrifft, da ist der Großteil für alle gleich. Offenbarung 3, Vers 4. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Das sagt die Bibel. Und doch hast du einige wenige, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir wandeln in weißen Kleider, denn sie sind es wert. Es ist gebührend. Sie sind es wert. Es ist gebührend. Wisst ihr, was da die Bibel sagt? Das sagt die Bibel. Mittendrin im Dreck gibt es immer wenige Namen, hier wie hier in Sardes, die ihre Kleider nicht beflecken. Sondern sie wandeln mit dem Herr Jesus in weißen Kleidern. Wisst ihr, das ist ein Punkt, wo wir die Leute sagen müssen, auch untereinander. Wir müssen immer wieder betonen, es ist richtig, dauernd in der Reinigung Jesu zu leben. Es ist richtig, nicht in der Sünde zu leben. Es ist richtig, nicht in der Dämmerung zu leben. Es ist richtig, nicht im Schmutz zu leben. Es ist richtig, nicht einmal den Schmutz zu berühren. Es ist richtig, sich abzusondern. Wenn jemand sich versündigt, wenn jemand hier versagt, dann geh zum Herr Jesus, zum Hohepriester, der Mitleid mit deiner Schwachheit hat, lass dich wieder reinigen. Also es muss klar sein. Wisst ihr, wie kann ein Gläubiger ins Bett gehen, wenn er hier irgendwo versündigt hat und letztendlich dann den Kopf ins Kissen legen und schlafen? Das geht doch nicht, oder? Das geht heute, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe es ja schon mal erzählt, es gab in Taifinger mal eine Versammlung, die war berüchtigt und bekannt dafür, wie sie streiten. Die war nicht bekannt dafür, wie sie sich lieben, wie sie der Herr Jesus predigen oder was sie tun, sondern war berühmt dafür, wie sie Streit haben. Kann ich mir vorstellen. Und da sagt die Bibel ganz einfach, es geziemt sich, dass wir dauernd in dieser Reinigung leben, dauernd hier letztendlich vor Gott und Menschen in Ordnung sind. Und da muss ich natürlich schon fragen, warum passiert es, dass Leute absolut mit Menschen nicht in Ordnung sind, mit Gott auch nicht in Ordnung sind, und trotzdem nichts mehr merkt, vielleicht das Abendmahl nehmt und sich wundert, dass sie krank werdet. Wisst ihr, wo kommt das her? Ich glaube, dass es vom Zeitgeist kommt. Ich glaube, dass der Zeitgeist uns programmiert. Dass über die Medien, über das, was auch in der Zeitung kommt. Wisst ihr, wenn ich Zeitung lese, ich habe einen Schock. Es wäre für mich interessant, wenn ein Mann, der vielleicht vor 40 Jahren gläubig war, als ich zum Glauben kam, so in die 70er Jahre, oder ich sage gar nicht 50er Jahre, da war es noch ganz anders, wenn du jetzt in die 70er Jahre, hättest du jemand und du könntest die Zeit zurückdrehen und würdest dem einmal eine Zeitung geben vor heute. Der würde sagen, Entschuldigung, ist jetzt Sodom und Gomorra schon ausgebrochen?
das ist ausgebrochen. Muss man gucken, was heute im Zack alles kommt. Ich habe auf dem Rechner, habe ich früher 15 Zeitungen gehabt, jetzt habe ich nur 3 oder 4. Alle Richtungen, weil ich wissen wollte, vergleiche, wer was sagt, wer lügt und ähnliches. Selbst die konservativsten Zeitungen haben heute Dreck. Das ist der Zeitgeist. Oder wenn die sehen würden, wie es heute in den Versammlungen zugeht, die haben einen Schock. Wisst ihr? Und das kommt eben durch den Zeitgeist, der uns das verdirbt, was geziemend ist. Und jetzt kommt halt die Frage. Zum Beispiel sagt die Bibel, es ist geziemend, das ist unser Text, der dann weitergeht, dass man Gott dankt. Was ist heute der Normalzustand? Das ist einfach ein Fakt. Wisst ihr, ich komme ja viel rum. Und manchmal sage ich, oh, wir haben in Albstadt Probleme, aber wenn wir so groß sind, dann fangen die zu erzählen und sage, ich sage nichts mehr. Ihr seid bloß 15 Leute, aber euch geht's gleich zu wie bei uns. Ist alles gleich. Wo 2 oder 3 versammelt sind, ist gleich. Und zwar, das kommt einfach daher, dass der Zeitgeist eingebrochen ist und das, was sich geziemt, auch dass man Gott dankt, ist weg. Was haben wir dann? Unzufriedenheit. Wisst ihr, Gläubige sind krankhaft unzufrieden. Ist ein Normalzustand. Und da kommt dann auch sogar selbst Hader gegen Gott. Man hat keine Hemmungen, Gott gegenüber hadrig zu sein. Wenn man keine Angst mehr vor Gott hat, wenn man keine Furcht vor dem lebendigen Gott hat. Wisst ihr, wir haben mit 60 Jahren keinen Krieg mehr gehabt. Es ist ein Missionswerk entstanden, als die Leute sahen, wie auf Darmstadt die Bomben fielen. Dann haben sie gesagt, das muss, wenn Gott das zulässt, da sind Frauen, Kinder drin, da fallen die Bomben, dann ist der Zorn Gottes etwas Reelles. Und das wird ja nochmals laut Offenbarung 17 in einer ungeahnten Weise geschehen, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Gell, und da ist halt so, wir müssen einfach, das ist meine tiefste Überzeugung, dieses Geziemende, was sich Gott wirklich gebührt oder was Jesus uns wert ist oder was die Bibel sagt, das geziemt sich, sei so, da müssen wir hingehen, auch in der stillen Zeit und sagen, Herr, was geziemt sich für mich? Wie soll ich mich benehmen? Was soll ich tun? Wo genau ein Beispiel. Mir ruft jemand an, der ist völlig daneben, völlig anstandslos, völlig verblendet, glaubt, dass er ein Starkgläubiger ist ohne Ende. Ich habe ihn schon vor einer Freizeit gesagt, er soll abhauen. So weit ging das. Jetzt ruft der Mann mich dauernd an. Jetzt ruft er nicht mehr an. Jetzt hat er es begriffen. Aber er hat mal eine Zeit lang mich dauernd gerufen und angegriffen und also da war dauernd Zirkus. Eines Tages ruft er mal wieder an, glaub abends, zu einer Zeit, wo ich jetzt meine Ruhe wollte. Geil, ich bin halt leider kein sanftmütiger Mensch. Dann hast du mir auf Schwäbisch gesagt, der Gaul durch. Dann habe ich den mit 2, 3 Sätzen so niedergemacht, dass er nicht mehr gewusst hat, wie er heißt. Er hat dann auch aufgelegt. Dann habe ich eine Weile da geguckt. Mein Verstand hat gesagt, du hattest völlig recht. Diese Frechheit, diese Unverschämtheit, was tut er eigentlich? Was fällt dem eigentlich ein? Völlig recht. Aber je länger ich mir das überlegt habe, kam die leise Stimme des Heiligen Geistes, der einfach gesagt hat, geziemt es sich, dass du dich als Gläubiger so benimmst? Ich habe ja Telefonnummer nicht. Scheint kein Problem, eine Telefonnummer rauszukriegen. Ich habe dann einen gewissen Aufwand betrieben, habe die Telefonnummer rausgesucht. Dann habe ich ihm angerufen und habe gesagt, du Entschuldigung, ich finde immer noch, was du machst, ist eine Sauerei. Aber mein Benehmen war schlecht. Es geziemt sich auch, dass der Gläubige sich bei Leuten entschuldigt, wo er ganz genau weiß, dass er eigentlich vom Niveau her weit unter ihm steht. Ihr begreift. Wenn ich mich versündige oder ich das tue, was ich nicht geziemt, dann muss ich Buße tun vor Gott. Jetzt muss ich beginnen, bei der stillen Zeit zu sagen, Herr, was geziemt sich für mich? Was willst du, dass ich ändere? Wie soll ich mit meinem Nachbar umgehen? Wie soll ich mit meinem Kollegen umgehen? Wie soll ich mit dem umgehen, mit dem ich zu tun habe? Muss ich hier was ändern? Wie muss ich mit den Gläubigen umgehen? Wie muss ich mich in der Versammlung verhalten? Wisst ihr, das sind so Sachen, wo man einfach lernen muss. Gell, und dass heute keine Treue mehr gibt in der Gemeinde, dass heute keinen Anstand mehr gibt in der Gemeinde, das ist einfach Endzeit. Das bricht ein. Ich hoffe ja, dass wir es noch verheben können, aber ich weiß nicht, ob wir es können. Wisst ihr? Die Sogwirkung von außen ist ungeheuer stark. Offenbarung 4,11.
Würdig bist du, Herr, zu empfangen Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie ins Leben gerufen. Und jetzt sagt die Bibel, es geziemt, dass der Herr Jesus unser Ein und Alles ist, dass er allein die ganze Ehre bekommt. Er soll der Ruhm, die Ehre, die Macht, er soll alles haben, was letztendlich hier passiert. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem. Es geziemt sich, dass der Jesus das totale Zentrum ist. Wir haben heute Eventkultur. Wehe, du wagst es, den Gläubiger irgendeinen ihr Event wegzunehmen. Panem et circenses, Brot und Spiele, da kriegst du Ärger. Wenn man dann der Jesus nicht so ehrt, ist ja nicht so schlimm. Ist ja theoretisch. Aber wehe, du nimmst den Gläubiger was weg, was ihnen gefällt. Kriegst du Ärger. Wisst ihr, da ist halt der Punkt, wo man sich überlegen muss, was geziemt sich jetzt uns Gläubige? Darum habe ich auch hier beim Geziemen einfach gehalten, bin ich gleich zum Dank gegangen, dass ich geziemt, dankbar zu sein. Sondern es ist einfach, wir müssen wieder lernen, was ist geziemend, von unserer ganzen Haltung her. Das fängt an, meine Haltung bei Jesus gegenüber. Wisst ihr, ich sage es ganz ehrlich, ich habe schon gebetet und habe, ich sage es mal so, meine Aufgabe erfüllt als Gläubiger. Ich hab von mir aus die ganze Gemeinde durchgebetet und alles. Aber irgendwann mit dem Gebet habe ich schon abgebrochen und habe gesagt, Herr Jesus, vergib mir, dass ich dir jetzt ein Theater vorspiele, du siehst schon mein Herz. Jetzt muss ich zuerst 2, 3 Dinge regeln mit dir und dann kann ich beten. Also, dass er immer der Erste ist, er immer der Letzte ist, er immer die höchste Instanz ist. In meinem Leben, in meinem kleinen Leben hier, vom Wandel, vom Vorwärtsgehen, vor allem her. Und dass er steuert in der stillen Zeit. Was ist mit mir? Wisst ihr, stille Zeit ist doch keine Wissensvermittlung. Natürlich ist es Schande, wenn ein Gläubiger 20 Jahre gläubig ist und von der Bibel keine Ahnung hat. Das ist was anderes. Aber ich lese die Bibel in erster Linie, dass sie auf mich wirkt, auf mein Herz. Herr, was geziemt sich für mich? Wisst ihr, und ich sag's euch ehrlich, ich bin manchmal schockiert. Ich treffe einen Gläubiger und der Gläubige explodiert. Wegen einem anderen Gläubiger, selbe Gemeinde. Und dann sage ich, was ist los? Ich habe jetzt einen Fall gehabt, auswärtige Gemeinde, 2 Brüder. Ich habe jetzt mit beiden gesprochen. Ich sage es mal ganz einfach. Wenn jeder das tun würde, was sich geziemt, vor Gott wäre gar nichts. Es lassen sich beide gehen, beide. Und je mehr wir das tun, was sich geziemt, je mehr kommt Friede. Und dann Offenbarung 5, wieder der Jesus im Mittelpunkt. Da sieht man ja, da geht es um diese Siegel. Und er sagt dann ab Vers 5, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones unter 4 lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm, das geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welches die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und er kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerks. Das sind die Gebete der Heiligen. Unsere Gebete. Jetzt kommt's. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Du bist würdig oder dir gebührt es oder du bist es wert, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, hast für uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Jetzt kommen wir zu dieser vollkommenen Verdichtung. Verdichten wir unser ganzes Leben, dass wir uns um den Herr Jesus, um sein vollkommenes Opfer drehen, auch geistlich. Du hast mich erkauft. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie viel mir Streit bekommt untereinander, Gläubige wegen nebensächliche Lehrfrage, da kriege ich einen Schreikrampf, einen wirklichen Schreikrampf. Es geht doch darum, dass er das Zentrum ist. Ich dien ihm. Wisst ihr, es gebührt sich, dass ich mich so verhalte, dass man merkt, dass ich ihm diene. Und dann gebührt sich es auch manchmal, das gehört sich genauso, dass ich zum anderen sage, hey, guck mal her, so diene ich ihm her, wie dienst du ihm, erklär's mir. Und wenn dann beide sagen, wir dienen beide dem Herrn, dann darf es keine Probleme mehr geben. Dann muss das zusammenlaufen. Verstehe.
Natürlich nur, wenn beide sich gebührend benehmen. Und gebührend benehmen ist nach der Bibelstelle vorher, dass ich dauernd in der Reinigung bin. Dauernd gewaschen im Blut des Lammes. Keine Sünde dulde, keine aktive. Ist kein Perfektionismus, ist einfach der Normalzustand. Gell, und sie sagen dann ja in Vers 12, die sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Vor wem? Vor uns. Wisst ihr, dass ich das, was ich mache, für den Herr Jesus mache. Und da gehört dazu, dass ich meine eigene Ehre rausschmeiß. Ich behaupte, dass 80% der Aktivität, ich glaube nicht, dass ich übertreibe, 80% der Aktivitäten in Zeiten, wo keine Erweckung ist, möchte ich betonen, 80% der Aktivitäten bei vielen ganz brachial nach außen hin wirkenden Veranstaltungen und sagen, oft bloß eigene Ehre sind. Wieso fragt doch mal die Leute und sagt, machst du mit, wenn du nur im Keller sitzen darfst und beten darfst? Machst du dann auch mit? Machst du mit, wenn du nur im Keller sitzt? Machst du mit, wenn du nichts mehr sagen darfst? Machst du mit, wenn du nicht auftreten darfst? Machst du mit, wenn zum Beispiel alles, was man tut, hinterm Vorhang geschieht? Vorne ist nichts. Du wirst nicht mehr gesehen. Machst du dann auch noch mit? Wisst ihr, wenn es sich gebührt und geziemend ist, dass der Jesus unser Zentrum, unser Ein und Alles ist, dann geht das auch. Wisst ihr, wir haben so weit ein Werteverlust, dass wir gar nicht mehr wissen, was normal ist als Gläubige. 1. Timotheus 2,9. Das Verrückte ist, dass die Welt das teilweise noch besser weiß wie wir. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen mit ehrbarem Anstand, mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Und das ist jetzt interessant. Hier, wenn man weiterliest, kommt jetzt plötzlich das Wort Anstand. Anständig. Und da steht ein interessantes Wort. Wisst ihr, wenn ich jetzt in eine Gemeinde komme, je nachdem, wie die Gemeinde geprägt ist, dann fängt man mit dieser Bibelstelle Händel an. Dann geht es nämlich darum, ob der Rock bis auf die Knöchel geht. Kennt ihr das? Ich kenn's. Ich habe wieder mal lachen müssen. Wir waren jetzt wieder fort und hat meine Frau mit jemand, meine Frau konnte sagen, stimmt es, dass altgriechisch und neugriechisch unterschiedliche Begriffe hat? Das heißt, das Katastolä und das heißt Haltung. Gell, es gibt eine Haltung, die sich ausdrückt in der Demut, im Niveau, da man das tut, was sich gebührt. Und es drückt sich in der Kleidung aus. Es drückt sich im Verhalten aus. Das drückt sich in allem aus. Es gibt halt so eine Schiene, wo auseinandergeht. Die eine sieht nur das Verhalten und die andere sieht nur die Kleidung. Hauptsache, du machst ja Kleidung alles richtig, dann ist egal, wie du dich verhältst. Nee, es geht nicht so. Sondern es muss, darf ich es mal ganz einfach sagen, von Herzen kommen. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Und ich habe jetzt die Stelle angemacht, weil hier steht das Anstand und das dritte Wort, habe ich jetzt nicht extra untersucht. Aber das ist der Anstand meint, und der Anstand ist diese Haltung der Demut, diese Haltung des Unterordnens, diese Haltung, Hierarchie zu akzeptieren, diese Haltung einfach zu akzeptieren und sich anständig zu benehmen, wie sich's gehört. Wisst ihr, was ist das, wenn ich plötzlich mitkriege, dass andere Leute, die bei uns in die Gemeinde kommen und sie spielen bei uns die ganz normale Gläubige, dass die hinter der Kulisse in anderen Werken führende Rolle haben. Wir wissen überhaupt nichts davon. Was ist das? Was ist das jetzt? Versteht ihr, was ist das? Ist das die Liebe der Heiligen? Ist das das, was sich gebührt? Ist das geistlich? Wisst ihr, wir haben Wildwuchs. Wir haben letztendlich Endzeit ohne Ende. Und die Gläubigen wissen nicht mehr, was sich gebührt. Und jetzt kommt natürlich das, durch das ist eine gewisse Unsicherheit bei den Gläubigen. Durch das ist eine gewisse Frustration. Und jetzt wird neben das, was unser Text sagt, was man das nächste Mal so Gott will behandelt, nicht mehr der Dank dem Herr Jesus gegenüber ausgelöst, sondern jetzt werden andere Dinge ausgelöst. Jetzt kommt Frustration, jetzt kommt Hader, Neid, Streit, Eifersucht, jetzt kommt das Fleisch. Und wenn wir nicht mehr das tun, was sich gebührt, dann kommt das Fleisch. Ist vollkommen normal. Wenn wir nicht im Lichte wandeln und nicht das tun, was Gott will, kommt das Fleisch. Das kannst du nicht verhindern. Ist doch, wenn wir nochmal in unseren Text reingehen. Paulus ist ja so seelsorgerlich auch denen gegenüber, aber nachher wird's dann ganz schön hart, was er dann bringt im 2. Thessalonicher Brief. Er sagt hier ganz einfach,
wie es sich auch geziemt. Und er sagt aber vorher, wir sind Gott schuldig, dankbar zu sein, wegen euch, wie es sich geziemt. Also nochmal, da muss man jetzt richtig verstehen, das sich geziemen ist nicht nur eine Stilfrage, sondern da steckt oft auch was dahinter, was ich schon bei der Buße, bei den Werke zur Buße gezeigt habe, da ist eine Verpflichtung Gott gegenüber da. Und wenn wir eine Verpflichtung Gott gegenüber haben, drum geziemt es sich, dass wir bestimmte Dinge tun. Also ich möchte es jetzt nicht einfach Stilfrage nennen, sondern es ist eine Verpflichtung. Das geziemende Benehmen ist eine Verpflichtung Gott gegenüber. Warum predigen wir das nicht? Das weiß ich, weil die Leute da nicht kommen. Stehst du? Das ist das Problem. Wir haben dauernd diesen evolutionistischen Wachstumsgedanke im Schädel drin. Dass wir dauernd versuchen, so uns zu geben und so zu predigen, dass wir niemand verprellen. Wenn du aber nur die Wahrheit predigst, dann ist es egal, ob die Leute gehen oder da bleiben. Das ist dann die Frage des ehrlichen Herzens. Wollen sie die Wahrheit, bleiben sie da, wollen sie nicht, dann gehen sie halt. Das ist ein Problem. Jetzt sage ich es mal vorsichtig. Ich glaube, dass wir in der Endzeit sehr weit sind und ich glaube, dass die Zustände schlimmer werden. Ich glaube auch, dass in der Gemeinde, auch in der Gemeinde Jesu generell, das, was Anstand ist, das, was sich gebührt, das, was sich gehört, immer weiter runtergeht. Wisst ihr, wenn ich dann sehe, wie ein Sohn von einem Prediger getauft wird, grüne Haare, Ohrring drin, ich glaube, sie hat einen Nasenring auch noch gehabt, das habe ich gar nicht mehr geguckt, das war mir voll egal. Wisst ihr, der Mensch hat ja ein natürliches Empfinden, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Dann sagt man, das ist die Jugend, das ist die Zukunft, ich kann doch die nicht verbrellen. Wenn ich habe schon zu Leuten gesagt, ich taufe dich nicht, der wird nicht getauft, wenn dein Ohrring nicht raustust. Ja. Entschuldigung, ist heute schon diskriminierend. Wisst ihr, wenn das so weitergeht, ist die Gemeinde in der Lage, substanziell das zu tun, was sich vor Gott gehört, und notfalls sogar in den Untergrund zu gehen, weil sie letztendlich von der Obrigkeit angegriffen wird, ist sie da dazu in der Lage? Ist die Frage. Welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen, um das zu tun, was sich gebührt? Wisst ihr? Ich sag's mal vorsichtig. Ist ein Riesenthema. Ich habe es jetzt nur angerissen. Aber guck nur mal, wenn ihr Bibel lest, wenn ihr jetzt die stille Zeit macht, guck nur mal, was ist der Normalzustand eines Gläubigen? Was erwartet Gott, dass ein Gläubiger normal tut? Was erwartet er? Oder guck, die Bergpredigt, du sollst nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm die rechte hin. Aber gleichzeitig sagt es in den Lehrbriefen, wenn es aber ein Gläubiger ist, dann verwarne ihn. Ist ein Ungläubiger, lass dir alles gefallen. Ist ein Gläubiger, verwarne ihn. Wisst ihr, diese Unterschiede, dass man einfach beginnt, biblisch sich so zu verhalten, wie es sich geziemt. Und es geziemt sich auch, dass wir uns etwas sagen lassen vom anderen. Und nicht beleidigt sind, wenn mir jemand was sagt. Gut. 2. Thessalonicherbrief. Es geziemt sich, dass wir bestimmte Haltung einnehmen. Das Interessante ist beim Thessalonikerbrief, dass der Paulus bisher gesagt hat, ihr tut ja, was sich geziemt. Jetzt fängt er an im 2. Brief, in dem er sagt, aber ich sage euch, es geziemt sich, dass man dankbar ist. Er bezieht es auf sich, weil er immer das Vorbild ist. Er bezieht es auf sich und sagt, es ist für mich wichtig, ich bin es Gott schuldig und es geziemt sich auch, dass ich dankbar bin für euch. Und dann fängt er an, nochmals alles aufzurollen und dann geht er in die Endzeitproblematik hinein. Und ich glaube halt ganz, ganz tiefgründig, dass je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr kriegen wir Probleme mit dem. Wisst ihr, dann kommt die Frage, was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel bestimmte Leute verlieren? Und ich will gar nicht sagen, es sind die Jugend, manchmal sind die Alten sogar hier daneben und geht Wege, die nicht gut sind. Aber anfangen tut's, indem ich sage, Karl Hermann, vor Gott in Christus, Herr, was geziemt sich für mich? Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich mich nicht geziemend benehme, wo ich mich nicht deiner würdig benehme? Dann erbarme dich, du hast Mitleid mit meiner Schwachheit, zeig es mir, dass ich es begreife. Wasch mich in dein Blut, hilf mir wirklich dem Lamme auch hier zu folgen, lass mich würdig wandeln,
deiner großen Erlösung. Lass mich würdig wandeln, als du verherrlicht wirst, wie Offenbarung 5. Würdig ist das Lamm, dass das wirklich geschieht. Er ist es wert. Es geziemt ihm, dass wir das tun. Aber das ist jetzt etwas, ich sag's immer vorsichtig, das muss ich selber tun. Das kann man anreißen. Ich kann niemand sagen, was er tun muss. Ich kann bloß sagen, das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt. Jetzt muss jeder in der stillen Zeit sagen, Herr, wie siehst du mich? Ein ganz gefährliches Gebet. Kennt ihr das? Wie siehst du mich? Ich hab jetzt wieder neu angefangen zu beten. Herr, lass mich alles sehen, wie du es siehst. Alles. Da ist immer die Konsequenz drin. Immer die Verpflichtung, wenn ich dann was erkenne, dann muss ich auch tun. Ich habe das manchmal nicht gebetet, weil ich gesagt habe, wenn jetzt was kommt, was ich nicht will, dann bete ich es lieber gar nicht. Kennt ihr das? Oder bin ich der einzige Gläubige, der manchmal fleischlich handelt? Also der Mensch ist so. Ich habe jetzt wieder angefangen zu sagen, lass mich alles so sehr, wie du es siehst. Ich bin bereit, jede Konsequenz zu ziehen, zu tragen. Wieso? Dann kommt wieder das, was sich geziemt. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir einfach für den Gnadetag. Und du siehst, wie die Endzeit wirklich schreckliche Schäden in deiner Gemeinde, an deinem Leib hervorgerufen hat. Wie das, was sich gebührt, was sich geziemt, dessen, was du wert bist. Nicht nur der Dank, sondern auch das Benehmen, die geistliche Gesinnungen, die geistliche Einstellungen, das geistliche Vorwärtsgehen, das wirklich treu sei in der Gemeinde Jesu, ihm letztendlich dem Vater im Himmel als wirkliches Gotteskind gebührend zu leben, dir als unserem Erlöser wirklich deinem Opfer gemäß zu leben in dieser Welt, dass das oft so einschrumpft, weil die Welt uns mehr prägt als dein Wort. Gib uns einfach Gnade vor dir, vor deinem Angesicht in der Stille, dass du unser Herz durchleuchten kannst mit deinem zweischneidigen Schwert, Geist und Seele trennen kannst. Und dass du letztendlich das in unseren Herzen hervorbringst, was du willst, dass wir tun sollen, dass das, was dir gebührt, bei uns neu aufflammt und zum Normalzustand wird. Gib uns einfach Gnade, und dafür danke ich dir. Amen.